Jo, es ist endlich soweit. Die wahrscheinlich letzte Folge Jedi Survivor im Endgame. Und alle so, boah, endlich, boah, Gott. Jo, ich wende dich mal die Story durch. In der letzten Folge noch hier und da was gemacht. Das wird diese Folge tatsächlich nicht anders sein. Allerdings würde ich dann jetzt gerne nochmal die Situation, nee, die Situation nicht, die Gelegenheit nutzen, nochmal so hier und da meinen Senf zu manchen Sachen zu geben. In der Zeit suche ich, wo ich halt laber, suche ich nochmal hier die Kopfgeldjäger, wenn sich denn genug finden lassen. Ansonsten klappe ich einfach mal eben kurz ein paar Gerüchte ab. Halte aber die Folge hoffentlich dann in ihrer. Boah, ich muss jetzt echt die gottverdammten Gerüchte. Okay. Ja, hier habe ich noch ein bisschen was, was man machen kann. Verlassener Damm, besiege die Goroko-Matriarchin. Ach, zeig mir das einfach mal an. Gehen wir da hin, boxen die mal eben. Guck mal da oben. Ja, da muss ich ein bisschen für laufen. Da teleportiere ich mich doch gerade erstmal da wieder hin. So. Genau, würde das gerne mal nutzen, um hier noch ein bisschen meinen Senf zum Spiel zu geben. Einen Eindruck, bla bla bla, Fazit ziehen und so weiter und so fort. Na, so das was. Wo habe ich denn dafür jetzt Erfahrungspunkte bekommen? Mal zum Rumlaufen. Genau, ich habe das Outfit von Kerl nochmal eben angepasst. Er ist jetzt ein weißer Jedi mit weißem Vollbart geworden. Mir nichts, dir nichts. Das bietet natürlich die perfekte Ausgangslage, um so ein bisschen über das Spiel zu reden. So, wenn ich da hinlaufe, ich quatsche jetzt einfach mal über so ein paar Sachen. Könnt weghören, könnt vorspulen, könnt ausmachen. Ist mir alles egal, ich quatsche trotzdem weiter. Keiner wird mich davon abhalten, hier einfach rumzuquatschen. Okay, noch ein paar Meter bis da oben. Jo. Oh, da unten geht's wieder ein Echo. Nice. Erst so ein bisschen stallen hier. So also ein bisschen, ne? Oh, ein Penny. Gut, es ist schön von Ihnen zu hören. Ich hatte schon befürchtet, Sie hätten sich von Ihrer Leine dauerhaft gelöst. Wie ist Ihre aktuelle Position? Outer Rim, Kobo. Aber halten Sie Ihre Leute für den Moment auf Distanz, verstanden? Wir wollen den Planeten verlassen, um Sie zu treffen. Beeindruckend. Und wo ist sie genau? Das würden Sie gerne wissen, was? Nennen Sie es einen Notfallplan. Wenn Sie Kata nur ein Haar krümmen, sorge ich dafür, dass Sir Janda für immer unauffindbar bleibt. Jo, und jetzt dürfen wir noch im Sinne von Machtechos mehr über Boat erfahren. Und ich denke, da kommt so einiges bei rum, wo dann. Ja, wo gehe ich überhaupt hin? Dann wird wahrscheinlich noch einiges dabei rumkommen, dass er dann doch nicht so ganz der schlechte Dude war und uns, ne, dafür dann immer so ganz subtil so ein, ne, so ein schlechtes Gewissen eingeredet wird, Machen so. wir eine Pause. Ja, du hast ihn ja nur umgebracht. Du hättest dich auch anders entscheiden können und so weiter und so weiter. Ne, also das ist halt immer das Gleiche. So, generell, man sieht ja hier schon Kobo einfach immer noch unendlich viel, was man hier entdecken kann und was ich noch nicht gesehen habe. Fange ich doch einfach mal da an bei diesem semi-open-worldigen Spielprinzip. Ich finde es eigentlich okay, bis darauf, dass man irgendwie zu 85% der Zeit auf Kobo ist. Also, du hast einfach Kobo als größeres Gebiet. Ja, du hast auf Jedha jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr, aber gerade auch auf Kobo ist halt. Ne, da ist halt die Party der Welt. Da passiert so ziemlich alles. Du kannst jeden Stein gefühlt umdrehen und das ist mir manchmal ein kleines bisschen zu viel gewesen. Da hätte ich das geiler gefunden, wenn man dann so ein paar mehr Planeten gehabt hätte. Hätte Fahrtkette, ne? Ein paar mehr Umgebungen, die man bereisen könnte. Aber naja, so den Ansatz finde ich eigentlich ganz cool, ne? Dass einem so ein bisschen so mehr so der Freiraum gelassen wird, obwohl. Na, damit so ein bisschen einhergehend hätte ich das sehr, sehr gut gefunden, wenn die Story ein bisschen schneller Fahrt aufgenommen hätte. Ja, am Anfang mit Coruscant, ne, das ging ja ein bisschen schneller. Da ist ja auch einiges passiert, fand ich sehr, sehr cool. Und dann kommt dieser plötzliche, ja, fast schon Stopp auf Kobo. Ja, und dann erstmal so, ja, jetzt musst du da irgendwie, weiß ich, da in den Wald, da irgendwie so ein Vieh boxen, dann in das Gestrüpp da drüben, da wieder ein Vieh boxen. Dann kommt ein Vieh um die Ecke zufällig, dann muss er auch noch boxen. Also muss immer irgendwas boxen. Oder irgendwas sammeln. Und die Hauptstory ist im Hintergrund, yo, Brudi, ich bin auch noch da.
Aber dann interessiert sich da irgendwie keiner mehr für. Und dann verlässt man, ne, dann lässt man das irgendwie so ein ganz bisschen aus dem Auge. Und irgendwann, ja, sieht man sich dann so bei Folge 58, wo man dann endlich mal die Story abschließen kann. Ja, oder, ne, also schon deutlich früher. Es geht ja dann schon bei, also Folge 50, 52 oder so. Jetzt bei mir ging es ja dann schon wieder gut ab. Aber da waren auch manche Parts dabei, wo ich mir dachte, Alter, das zieht sich halt echt... Also das zieht halt mehr als Hechtsuppe. Und auch wenn dieser Spruch dabei überhaupt keinen Sinn macht, ja, ich glaube, es lässt sich nachvollziehen, was ich damit sagen möchte. Ich drücke mal eben kurz auf Select. Da gibt es noch ein Gericht. Und ich glaube, dann muss ich da oben hoch. Weil das wird ja hier nicht die Matriarchin sein, oder? Genau, da haben wir nochmal ein bisschen Murray auf dem Boden. Da liegt Murray. Aber ich glaube dann, ja, ich, boah, das ist aber auch schwer für Spiele, bin ich auch ehrlich, ne? Gerade wenn man dann so den Open-World-Ansatz geht, auch wenn es dann Semi-Open-World ist, ja, dass man einfach so die perfekte Mischung zwischen allem einfach macht. Und ich glaube, es gibt immer irgendeinen Deppen so wie mich. Ach, die ist das, guck mal. Es gibt halt immer so einen Deppen wie mich oder so einen Querulanten, der dann sagt, mir gefällt das aber nicht. Ne, also das ist halt... Ja gut, geht halt so oder so. Kann natürlich auch sein, dass es halt Leute gibt, die sagen, yo, das ist einfach perfekt. Gerne mehr davon. Alter, ist ja schon gut hier. Und ich besiege ich hier noch beim Plappern. Was? Genau, na und dann vielleicht so ein bisschen, ja, so ein besseres Pacing einfach, ne? So ein bisschen, yo. Einfach so ein bisschen das besseres Pacing, wo du dann sagen kannst, da kommt der gesunde Mix zwischen Open World, Story und einer Goroku-Matriarchin. Und dann sind auch alle glücklich am Ende des Tages. Auch der Admiral. Einmal den Rücken Crawler Dry Trousend. Gorokos modernes Leben. Die Goroko-Matriarchin. Yo. In der hierarchischen Rudelstruktur der Gorokos steht die Matriarchin ganz oben. Direkt unter mir. Sie ist stärker als die Männchen. Und es war schon immer ihre Aufgabe zu jagen und für das Rudel zu sorgen. Das Rudel habe ich allerdings nicht gesehen. Doch in den Jahren, seit die Bedlam Raiders das Leben auf Kobo und historische Heldenmuster gestört haben, wurde die Gorokos zunehmend feindselig und unberechenbar. Dies gilt insbesondere für die Matriarchin. Punkt. Sie ist mittlerweile zu einer Gefahr für die Prospektoren von Kobo geworden und vor allem im Außenposten, der in Sichtweite des Baus der Matriarchin liegt, ist die Sorge groß. Noch mehr? Nö. Dankeschön. Tja. Da kriegen wir einiges an Erfahrungspunkte, das ist nice. Dann drücke ich mal wieder auf Start, hoffe, dass das Spiel weiterläuft. Ja, tut es. Und ich klappe mal das nächste Gerücht ab. Untersuche die, untersuche hier, untersuche da, bla bla. Untersuche die Rollminenfabrik. Boah, da habe ich ja mal gar keinen Bock drauf. Ja, Rollminen gehen einfach nur auf den Keks. Könnte die versteckte Kammer der Hohen Republik im Tal. Weißt du was? Scheiß einfach mal drauf. Ich guck mir jetzt einfach Dinge an, die ich hier noch nicht gefunden habe. So. Ich habe gesprochen. Genau. Ne? Also Pacing, Spiel, Story, bla. Das hätten die ein bisschen besser machen können. Fand ich im ersten Teil, also in... Ups. Ne, so ist der Teil nicht, aber ciao. Fand ich einfach in Fallen Order ein kleines bisschen besser. Da konntest du dich einfach komplett auf die Story konzentrieren. Nur, klar, dann fehlt halt auch diese Semi-Open World, wo du dir am Ende denkst, ja, da hätte ich jetzt gerne mal irgendwie ein bisschen mehr gespielt. Das gibt es dann einfach nicht. Ne? Aber das ist auch, klar, jetzt merke ich halt wieder so ein bisschen rum, aber Pacing ist auch schwer. Hübsch, Samen. Ich wette, Pili kann uns mehr über sie erzählen, nachdem wir sie eingepflanzt haben. Habe ich da Rahmen gehört? So, dann ein gutes Stichwort, die Story. Mal sehen, ob Doma daran Interesse hat. Ich habe übrigens gerade keine Notizen gemacht oder ähnliches. Dann gehe ich jetzt einfach mal gedanklich da durch die Rubriken.
Story geht gut los. Sagt er jetzt hier noch was oder nicht? Nee, ne? Ist einfach nur ein Punkt. Story geht richtig, richtig nice los. Schön mit der Action ins Spiel. Klar, dass man jetzt am Anfang dachte so, okay, der wurde jetzt wirklich geschnappt oder nicht, ne? Und da liegt er dann schon Nase. Ah, komm. Und dann, ne? Ich bin ehrlich, ich wusste jetzt, ne? Ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn er dann tatsächlich mal geschnappt wurde und von irgendwem befreit werden musste. Aber, dass ich dann doch recht hatte und das war alles gespielt, das freut mich natürlich umso mehr. So, ich glaube, hier gibt's nichts mehr, ne? Einmal zurück, dann rechts. Da oben hin. Gerücht verfolgen, boom. Da kann ich scheinbar irgendwas tun. Da kann ich scheinbar hoch. Gerücht, untersuche den rostigen Aufzug in der Baggerschlucht. Dann baggern wir mal. So. Ja, Coruscant, mega nice. Und da war ich auch echt sehr, sehr von begeistert, dass man sich da aufhalten darf. Na, sofort Coruscant als einer, also ne, als der Kernweltplanet des Jahrtausends. Und du als Spieler darfst da sofort anfangen. Richtig cool. Ja, nachdem dann Coruscant vorbei war, gibt's das einfach nicht nochmal. Das finde ich schade. Außer man möchte natürlich jetzt noch hin und da irgendwie so kleinere Sachen nochmal entdecken. So kleine Geheimnisse, die man vorher vielleicht nicht mitgenommen hat. Aber ich hätte mich tatsächlich gefreut, wenn die Story nochmal irgendwie nach Coruscant geführt hätte. Ja, zum Beispiel irgendwie in so einen Posten vom ISB nochmal. Aua. Das hätte ich schon so ein kleines bisschen gefeiert. So, genau, das mit dem nimmt wenig Fahrt auf, hatte ich ja schon gesagt. Dann sehr, sehr, sehr cool, dass man jetzt so Unterstützungscharaktere hatte, ne? Also Boat kämpft mit einem, die Marin kämpft mit einem. Das war es auch schon, denke ich. Ne? Also die beiden auf jeden Fall. BD ist ja sowieso immer dabei. BD auf jeden Fall nicht vergessen. Man ist immer zu zweit, könnte man sagen. Du kannst mich mal, ich springe über die Klippe. Ja, ne, und dann, von der Story her relativ solide, wobei ich den Aspekt mit Tanelor überraschend fand. Wie muss ich denn da nochmal hoch? Ich muss... Kann ich da so einfach hin, oder? Ja, ne? Warte mal eben. Easy. Komm ich da so rüber? Yo! Nicht dein Tag heute. Das ganze Gedöns um Tanelor fand ich ehrlich gesagt ganz cool. Also so als Story so ein bisschen... Also ich kenne jetzt keine Star Wars Story, die da hingeht, dass man da jetzt Tanelor hat. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwo anders schon mal auftrat oder nicht. Aber hey, es gibt ja nur 8 Milliarden Bücher von Star Wars. Und an der Stelle immer noch empfohlen, die neue Thrawn-Trilogie zu lesen. Nimm das Kommando, führe aus der ersten Reihe. Das hast du dir verdient. Oh, gut. Danke, Sir. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Das ist schön. Das ist schön, dass er nicht enttäuschen wird. Wie komme ich da hoch? Ich habe das Gefühl, ich muss da auf die andere Seite. Und ich glaube, ich sollte recht behalten. Ja, wahrscheinlich. Ja, cool. Genau, Tanelor. Ja, an sich ganz cool. Wobei, also Story, würde ich jetzt sagen... Schulnoten zu verteilen ist irgendwie so immer so doof, ne? Also, so eine solide 5 von 7. Ja, aber, keine Ahnung. Ich glaube, da würde ich tatsächlich bei bleiben, ne? Also, nach Schulnoten würde ich da jetzt einen Zweifel geben. Ne, jetzt kommt wieder dieses Komma aber, jetzt kommt wieder Komma meckern. Komma meckern, denn, ich dachte am Anfang, es geht tatsächlich mehr darum, dem Imperium immer eins auszuwischen. Das Imperium ist natürlich hier ein riesiger Faktor in dem Spiel, aber dafür rennst du dann doch mehr so den Themen der, ja, der alten Republik oder der älteren Republik, sage ich jetzt mal, hinterher und so alten Jedi-Mythen und so. Wobei das Spiel ja auch Jedi heißt, also meckere ich da ein kleines bisschen zu Unrecht. Aber trotzdem, ne, man darf ja auch eigene Wünsche und Träume haben und ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass es mehr gegen das Imperium geht. Ja, also du verfolgst effektiv irgendwie einen Vader oder ne, du kämpfst an Bord von einem, von einem Sternzerstörer oder so. Du bist vielleicht, ja, Todesstern ist ein bisschen zu früh, ne, aber irgendwie sowas.
Ein absolut mega nicer Twist wäre dann natürlich gewesen, wenn du irgendwie mal Palpy am Ende des Tages über den Weg läufst. Also am Ende des ersten Spiels läufst du halt Vader über den Weg. Spoiler! So, und dann ne, Ende des zweiten irgendwie den Palpy. Aber das ist jetzt eher so dieses Rumgespinne von mir. Hätte machen können, wäre cool gewesen. Ja, aber jetzt haben sie sich eben dazu entschieden. Und das war halt auch nicht schlecht. Also, muss man ja jetzt mal sagen. Aua. Ey, ist ja gut. Darf ich jetzt nochmal, oder? Ich denke nicht. Geil. Ja, denke ich. Dann halt nicht. Ja, er hat mich einfach komplett wieder geblockt. Ja, nice. Nö. Ja, Moment. Aber kurz hier draufboxen. So, ne, Story auf jeden Fall relativ gut. Doof, dass jetzt. Finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Ja, jetzt spoilere ich wieder so ein bisschen, ne, aber. Beziehungsweise, das ist ja eh eine Folge später. Alter, darf ich dich jetzt mal umbringen hier? Nein. Ja, doof, dass Seer halt gestorben ist. Den Kampf gegen Vader fand ich trotzdem wirklich, wirklich gut. Geil, ich hab trotzdem noch die dunkle Seite. Nice. Okay, das heißt, wir werden die dunkle Seite tatsächlich auch in Teil 3 mit reinnehmen. Ich hoffe, die lassen sich jetzt nicht zu viel Zeit. Ich glaube, für Jedi Survivor haben sie sich dann ja auch 2 Jahre Zeit gelassen. 2 oder 2,5 oder so, keine Ahnung. Lass mich bitte nicht so lange warten. Macht aber trotzdem das Spiel ordentlich fertig und nicht hier, ne, Survivor-mäßig, das muss ich jetzt einfach mal raus. Ja, also, storytechnisch würde ich dann damit abschließen. Wie gesagt, ne, einige Sachen haben sich jetzt ziemlich nice entwickelt. Das Boot einen am Ende verrät, das hätte ich tatsächlich so nicht erwartet, war auch ein nicer Twist. Dass er das dann aber über die ganze Story wirklich durchhält, einem das vorzumachen und dann eben nur mit Blastern und mit Jetpack zu kämpfen. Ich habe ja am Ende dann gefragt, wo er das Lichtschwert her hat. Ja, das hat er ja hier von, ne, von dem Dagon Gera abgenommen. Das ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen. Ich habe irgendwie dann, weiß nicht, nur 2 Folgen zuvor gesagt, wo hat er das Lichtschwert her? Ja, aber ich glaube, das hat er ja dann einfach von ihm, ne? Also deswegen ja auch das rote Lichtschwert. Kann ich das von hier aus darüber werfen, oder? Sieht irgendwie so weit aus. Kann ich das hier nicht einfach... Nein! Okay, tschüss! Also nochmal. Genau, ne? Also den Fahrradfahren... Das war echt ein cooler Twist, wobei ich mir auch denke, das hätte er alles halt wirklich gut lösen können, indem er da einfach drauf eingeht. Da unten ist noch eine Waschmaschine. Nice! Also ich denke, da hat er sich dann irgendwie, da haben sie dann, weiß ich nicht, so ein bisschen zu viel vielleicht die dunkle Seite spielen lassen. Geil, ich kann das nicht von hier darüber werfen. Das ist jetzt ein kleines bisschen enttäuschend. Ja, okay. Dann halt nicht. Kann es auch einfach mal kurz hier liegen lassen. Wenn möglich. Ich muss ja eigentlich eh darüber. Kann ich das nicht da mal eben so rüberwerfen oder so? Geht das nicht? Der bleibt wahrscheinlich nicht liegen, ne? Fuck. Nice. So, nee, aber. Jetzt habe ich Y gedrückt. Ah, ist die Zelda-Steuerung. Da ist sie wieder. Ja, aber dahingehend, ja, ne, war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich bin echt gespannt auf Teil 3, wie es dann weitergeht. Und, ne, wenn man dem Internet jetzt glauben darf, wenn man da jetzt ein bisschen drauf schaut, was andere davon halten. Dann werden ja hier und da so Vermutungen laut, dass Cal ja dann so ein weiterer grauer Jedi wird, ne, also... Ja, Jedi, die jetzt nicht wirklich böse sind, aber die sich jetzt nicht unbedingt davor sträuben, auch mal die dunkle Seite einzusetzen. Wäre halt eine geile Sache und wäre auch mal gut, davon abzuweichen, diese, ne, diese Primus-Jedi immer mitzunehmen. Nein, wir dürfen die dunkle Seite nicht einsetzen. Ne, und das ist halt, ja... Was muss ich jetzt tun? Hä? Warte mal, ich muss erst planen. Ja, gimme that. Ja, wär auf jeden Fall cool, wenn sie sich da nicht so komplett gegen schweren, sondern auch sagen, ja, ciao. Kommt der mit?
Bogen. Ja, das wird nicht reichen. Okay, dann muss ich es anders machen. Ja. Genau, ne, wäre auf jeden Fall cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann weitergeht. So, das zum... Wieso ist das jetzt da oben? Kann ich damit auch irgendwas tun? Hacken kann ich... Ach so, das räume ich dann später aus dem Weg oder so, ne? Na, mal gucken. Hier rüber, BD. Aha. So, dann... allgemeine Technik und Performance. All das erstmal zum Trotz. Ich denke, dass Jedi Survivor tatsächlich einfach ein saugeiles Game ist. Ciao. Und dass man auch merkt, dass da Fans dran saßen. Na, da geht die Stimme direkt ein paar Oktaven höher, aber, hä? Ist denn das da? Okay. Ja, das mache ich falsch. Kommt er nicht irgendwie mit oder so? Kommst du nicht mit? Kollege? Ah, okay, cool. So, Problem gelöst. Genau, ne? Story hin und her, da arbeiten Fans dran und so weiter und so fort, aber du merkst einfach. Gerade am Anfang hat man das gemerkt, jetzt dann nach wie vor, na klar, dass das Spiel einfach nicht in dem besten Zustand ist. Hier unterbricht mal die Performance ein. Ist ja nur irgendwie so, ne, 20 Mal passiert oder 30 Mal oder so, keine Ahnung, ne? Das nervt halt dann schon. Ja, gut, ich spiele jetzt immer noch mit einer. Ach Goddammit, wie komme ich denn da hin? Da muss ich wahrscheinlich noch irgendwas machen, oder? Ja, ich muss immer noch den. Hä? Bleib nicht zurück. Nee, das sowieso nicht. Kann ich den hier. Ja, kann ich. Müssen wir erstmal den Schnodder da oben noch wegmachen. So, wenn das überhaupt geht. Wenn ich das überhaupt darf. Na komm. Renn noch, du Stück! Wie viel Platz habe ich denn hier noch? Gar nichts! Shit! Nee, geht nicht, ne? Verdammt! Ach komm schon! Ah, das ist doch jetzt unfair. Das heißt, ich muss die Platte doch hier irgendwie... ich das nicht anvisieren, oder ich muss hier irgendwie... Nee. Wahrscheinlich denke ich einfach nur gerade falsch. Ah, egal. So. Ich gehe mal auf die andere Seite. Genau. Ne, Zustand des Spiels. Anfangs eher so katastrophal, dann gab es noch diesen einen... ich nenne es mal Speicherstandkiller. Das hat mir Gott sei Dank nichts kaputt gemacht, weil ich die Stelle tatsächlich bewunden habe, ohne das zu wissen. Ich durfte es nämlich irgendwo bei einem der. Hä? Wie soll das denn hier gehen? Ich durfte es nämlich bei einem der. Wie soll man so sagen? Jetzt hier von diesen Schreinen, also von diesen Jedi-Prüfungen, durftest du da einmal nicht. Ja, cool. Ciao. Genau. Genau das machen. Du dürftest da nämlich nicht dran verrecken. Ja. Ach, ich kann das auch von hier. Ja, easy peasy. Guck mal. Ja, das ist natürlich... Also ich kann verstehen, dass da die Wut ein kleines bisschen ausartet, wenn man dann feststellt, yo, der ganze Spielstand ist dann weg und man hat dann schon vielleicht ja, so 10, 12 Stunden investiert. 10, 12 Stunden... für den Fuß investiert sind immer uncool. Da kann ich dann auch mehr als verstehen, wenn die ein oder anderen darüber leicht erbost sind. Ich weiß allerdings nicht, wie stabil das hier auf der PS5 läuft. Ich denke aber für 4K und glaube ich nochmal eine RTX, GTX, nee, eine RTX 3080 auf 4K. Ja. Es läuft, sage ich jetzt mal. Hier und da gab es natürlich dann Anbrüche. Es sieht einfach fantastisch aus, wenn dann mal die Texturen nachladen.
Ja, und so ein Elden Ring. Ich vergesse es einfach mal so mit Elden Ring. Das läuft einfach auch auf 4K butterweich. Mit allen Einstellungen auf volle Fresse, wenn du so willst. Ne? Also nach Ultra kommt noch volle Fresse. Und da ruckelt das wirklich minimal bei manchen Situationen. Aber selbst auch in den größeren Städten oder so war da jetzt mal nix. Sehr, sehr, sehr cool. Und dann hast du Jedi Survivor mit einer krassen Lizenz, Star Wars im Namen und so weiter und so fort. Und dann sagen die, ja, dann liefern wir zum Start des Spiels mal wieder so eine etwas dürftige Qualität ab. Ja, Dinge, die man nicht tun sollte. Und dass man dadurch dann tatsächlich einige Fans verliert und dann natürlich auch potenzielle Käufer, ja, das ist dann halt so. Was willst du machen? Das hätte man auf jeden Fall deutlich, deutlich besser machen können und müssen. Bei dann, da kam es jetzt nochmal raus, ist jetzt ja gar nicht mal so lange her. Ich denke, man hat sich dann irgendwann entschieden, okay, ne, irgendwann kam natürlich jetzt nochmal Tears of the Kingdom, also Zelda. Wo wollte ich denn jetzt überhaupt hin? Wo will ich gerade hin? Spoiler, ich weiß es nicht. So, ich gehe nochmal hier hin, Gerüchte, erkunde die versteckte Kammer in der Hohen Republik im Tal. Jo, da springen wir nochmal eben hin, das machen wir nochmal eben. Cool, ich kann ja auch mal eben nach links gehen. Links, wo der Daumen rechts ist. Ja, hier und da dann Performance-Einbrüche und vor allem, wenn man dann auf Start drückt und dann bricht das Spiel ab, so wie in der letzten Folge, das ist natürlich dann ganz uncool. Ganz ruhig, Großer. Ich mit dem irgendwas machen, oder? Der so... Kann ich jetzt irgendwas tun? Ach so, da, guck mal. Guck dich das an. Oh, hey. Tschüss. Ja, und das tut dem Ganzen immer so ein bisschen den Abbruch. Und vor allem ist das auch ehrlich gesagt nicht fair gegenüber den Danke Programmierern. Oder generell allen, die an dem Spiel arbeiten. Das wird irgendwo eine Management-Entscheidung gewesen sein. Dass dann einer gesagt hat, nö, das wird jetzt halt released und damit ist gut. Und ich denke, im Herzen eines jeden Entwicklers, ne, ich bin tatsächlich keiner beruflich, aber ich denke, dass wenn man Entwickler ist, dann willst du, klar, du willst halt auch, dass dein Spiel später ankommt, du willst damit natürlich auch was verdienen, ja, ne, aber ich denke, das, was in diesem Dreieck an der wichtigsten Stelle steht, ist, dass das Spiel auch gut ist und dass andere das mögen. Na, also du teilst ja also du lässt ja, weißt du, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, ein bisschen tiefgründig, ne, aber du, ne, packst ja einen Teil deiner Seele mit in dieses Spiel, ne, wie Voldemort in die Horcruxe, ne, aber packst ja dein Herzblut damit rein und gerade wenn du dann als Entwickler an sowas arbeiten darfst, wie Star Wars und so, da freust du dir natürlich erstmal den Arsch ab. Denke ich, also das wäre jetzt meine naive Vorstellung der Dinge. Und dann kommt irgendeiner von weiter oben und sagt so, yo, das Spiel ist zwar noch nicht fertig und das werden alle hassen, aber wir hauen das jetzt trotzdem raus. Ne? Und dann wird dann eben dann so gesagt, ja, komm, das wird schon voll der Erfolg und bla und Marketing so, ja, voll mega geil. Und dann wird das so künstlich irgendwie hochgepusht und gut geredet und alle wissen, alle in der Entwicklungsabteilung, so Abteilungsentwicklung, genau, andersrum, Entwicklungsabteilung wissen, nee, das ist einfach noch nicht fertig, das können wir noch nicht releasen. Und dann wird aber, nee, komm, das muss jetzt raus und bla, und das ist doch perfekt und so und... Uff, schwierig. Na, also, na, da hätten, weiß ich nicht, mindestens so 2 Monate Entwicklungszeit dem Spiel... Was machen die denn da? Okay. Sehr, sehr, sehr gut getan und vor allem hätten die... Ne, Imageverlust ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Davon, ne, also davon abgesehen, dass du einfach überhaupt nichts kaufst, aber es geht ja dann auch gerne, ne, also verkaufst. Es geht ja dann auch gerne mal damit einher. Aber yo, das ist es halt, ne? Also... Dann ragt man dann ein kleines bisschen über EA mal wieder. Die ja nicht zum ersten Mal die, ne, mit die schlimmste Firma überhaupt waren. Die haben ja irgendwo mal ein paar Preise bekommen. Und das irgendwie auch mal 2-mal hintereinander oder so. Also, ne, irgendwie als mieseste, weißt du, da gibt's ja diesen einen Preis, die dann sagen, ja, die mieseste Company oder so in US oder so. Und dann war irgendwie EA da 2-mal mit dabei. Richtig cool, ist fürs Image immer gut. Aber, ja. Ne, ich denke nicht, dass das jetzt eine Entscheidung war, die die Entwickler getroffen haben. Zum Sinne von so, yo, das bringen wir jetzt raus. Das ist so unfertig, komm, das muss jetzt draußen, ne, in die Brötchentheke.
Das muss jetzt released werden. Tja, so viel dazu. Genau, du gehst da erstmal an den Rand der Dinge. Bleiben wir mal so ein bisschen bei den Designentscheidungen. Und bei unfertig. Was soll ich denn jetzt hier machen? Achso, den kann ich da auch schieben, ne? Guck mal, den kann ich doch sicherlich hier durchschieben. Yo, der muss hier durch. Dann durchschiebe ich den mal. Designentscheidung und so. Also, komme ich von unfertigem Spiel zum Designentscheidung und so. Es gibt manche Aspekte, wo ich mir denke, yo, die sind jetzt so ein bisschen aufgesetzt, die waren so ein bisschen unnötig und trotzdem irgendwie cool oder auch eben nicht. Ich rede von den Sammelgegenständen, ich rede von den Nebenmissionen, die man haben kann. Ich rede von dem Garten auf dem Dach von Padoons Saloon. Ne, und von den ganzen Nebenaktivitäten. Finde ich halt sehr, sehr cool. Jetzt hab ich die andere Waschmaschine gar nicht mitgenommen, genau. Ne, dass du halt Sachen finden kannst, ist halt immer geil. Komma, aber das sind dann hauptsächlich wirklich so. Ja, es sind dann halt so, weiß ich nicht, so Kleidungsstücke, juhu. Und dann noch nicht mal irgendwie welche, die wirklich Spaß machen. Ne? Also wenn du sagen würdest, so, ja, du könntest jetzt irgendwie so als Sturmtruppler rumlaufen. Das wäre mal witzig. Nee, du kriegst sowas hier wie diese Jedi-Kluft. Die er dann nicht zwischendurch automatisch bekommt. Wie komme ich denn darüber? Das geht schon irgendwie, keine Ahnung. Ne? Also. Oder weiß ich nicht, du hast das ganze Spiel durchgespielt, du kriegst jetzt halt so eine Vader-Rüstung oder so, ne? Also das wäre so ein Easter Egg, wo ich halt sagen würde, ja, wäre ein bisschen aufgesetzt, bräuchte man nicht unbedingt, wäre aber cool, ne? Dass man da wenigstens so hinstellen kann. Und zugegebenermaßen, ich, weiß es nicht, wo ich jetzt da gerade drüber plapper. Ich glaube, es gibt ja nochmal einen Secret Boss oder so, keine Ahnung. Da werde ich mich nochmal drüber schlau machen und den gegebenenfalls nochmal aufnehmen. Wenn ich denn dazu komme. Ansonsten müsst ihr das leider bei wem anders schauen. Ne? Davon aber mal abgesehen, ja, wusste es jetzt manchmal. Also ich wusste manchmal jetzt nicht, wo das Spiel tatsächlich hin wollte. Soll ich jetzt einen Garten anpflanzen? Da gibt es dann halt noch ein bisschen mehr. Dann soll ich die ganzen Fähigkeiten ausrüsten. Ja, ist ja schon mehr so auf den Skilltree und so. Dann, gib mir noch mehr Farben. Gib mir Farben. Farben, die ich, Achso, ja, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Gib mir Farben, wie ich BD noch umlackieren kann, damit ich das, während ich kämpfe, auf jeden Fall nicht sehen kann. Brauche ich alles nicht. Ist alles einfach sinnloser. Also, sorry, ist einfach. Ist halt cool. Aber dann könnte man auch einfach hingehen und sagen, yo, du kannst irgendwie mit, ja, Erfahrungspunkten bezahlen oder so. Du hast irgendwo einen Laden, wo du dann mit Erfahrungspunkten zahlen kannst. Oder du sammelst irgendwo Credits auf oder so, mit denen du irgendwie was. Und das geht also schon fast automatisch rüber. Naja, ne, also sammelst dann Credits oder so, mit denen du dir dann Farben kaufen kannst. Dann kannst du das customizen auf dem Weg dahin, aber nicht so, ja, du sammelst da jetzt irgendwie so eine Waschmaschine ein. Da kriegst du halt irgendwie nichts für. Jetzt kriegst du Farben dafür. Ja, danke für die Farbe. Ja, cool. Ich habe jetzt irgendwie Kobo Blau eingesammelt. Ja, danke. Ne? Oder Sturmtruppler Weiß. Oder, ne, weiß der Kuckuck. Das ist alles. Das brauche ich alles nicht. Also, sorry. So, da finde ich das hier relativ. Ne, da finde ich das hier deutlich besser. Wenn du neue Erfahrungs- oder Fähigkeitspunkte freischalten kannst. Du kriegst irgendwie Machtessenz dazu, du kriegst Leben dazu, das ist halt immer cool. Und da hätten sie dann auch, ne, wie jetzt zum Beispiel so bei Zelda sagen können, ja, wenn du 4 Punkte einsammelst, dann kriegst du halt mehr Leben dazu. Oder mehr Macht, oder kannst dir das sogar aussuchen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Bis zu einem gewissen Grad, so eher. Das wäre irgendwie geiler gewesen. So, dann wirst du richtig dafür belohnt, dass du da noch um die Ecken guckst, der Charakter wird stärker. Kriegt vielleicht auch ein bisschen mehr Angriffskraft oder sonst irgendwas. Also dann auch nur so minimal, aber dass du als Spieler wenigstens so die Möglichkeit hast, dieses Gefühl einzufangen, yo, du kriegst was dafür. Du kriegst was dafür und ne, so nicht irgendwie, ja, du hast jetzt da voll das geile Rätsel gelöst oder voll das mühselige Rätsel, ne, und du kriegst halt, ja, 3 Dunkel-Grautöne mehr dazu, wie du dann dein Lichtschwert einfärben kannst. Ja, geil. Hab ich nichts von. Sorry. Genau, das gleiche dann mit dem Garten. Ja, spiele ich jetzt hier irgendwie Survivor oder Star Wars? Muss ich jetzt Vader boxen oder muss ich einen Garten aufbauen? Ne, Prius? Muss ja Prioritäten haben in seinem Leben. Klar, ich baue natürlich lieber den
Garten auf. Ja, moin. Ja, das sind dann so Sachen, wo ich dann auch dann so meinte, so, ich weiß halt nicht, wo das Spiel manchmal hin möchte. Dann kommt dieser Kopfgeldjäger-Aspekt noch mit dazu. Wobei ich das eigentlich noch mit am coolsten finde. Das war eine Mechanik, die bei, ich sag die ganze Zeit bei Assassin's Creed Odyssey schon mal, und die fand ich dahingehend eigentlich echt cool. Odyssey war das dann allerdings deutlich geiler gemacht. Denn da konnten die Dudes hier einfach mal, die Dudes und Dudes konnten hier da einfach mal über den Weg laufen. Was hier und da manchmal genervt hat, weil die konnten dir, glaube ich, auch in Story-Missionen oder so begegnen, und dann läuft auf einmal, ne, in dem nächsten Tumult auch nochmal so ein Söldner oder so eine Söldnerin durch die Gegend. Bringt dann noch ihren Puma, ihren Bären, ihrem tödliches Meerschweinchen oder sonst irgendwas mit und greift dich dann da an. Ja, das ist dann irgendwie. War manchmal eben so viel des Guten, ne? Komma, aber das war jetzt bei. Oder ist jetzt hier eigentlich eine Mechanik, die ich eigentlich ganz geil finde. Und ich glaube, das werde ich auch noch machen. Die ganzen Söldnerboxen, die einem da noch über den Weg laufen können. Was muss ich hier tun? Ja, jetzt bin ich hier reingelaufen und hier gibt's nichts. So, damit kann ich. Achso, damit kann ich da rüberfliegen, alles klar. Alles klärchen. Ja, also, da wäre weniger wahrscheinlich mehr gewesen. Gibt es denn überhaupt Spieler, die aktiv sagen, yo, ich will diesen Garten ausbauen? Die sehen dieses Feature und sagen sofort, yo, das ist das, was ich mir in einem Jedi-Spiel, in einem Star-Wars-Spiel immer schon gewünscht habe. Ich will unbedingt diesen Garten bauen. Ich will unbedingt hier, ne, weiß ich nicht, irgend so einen Leuchtsamen einbauen oder sonst irgendwas. Das, ne, dafür lebe ich, dafür stehe ich heute Morgen auf. Ne, das ist mein Sinn des Lebens. Ich bin mir da nicht sicher. Ne, hier Kaktusball, selten. Ja, ich muss den Kaktusball anpflanzen. Gerade die gemeingefährlichen Kakteen. So nicht. Jo. Ja, auch eigentlich, es geht so ein bisschen ein Gemecker. Ich finde das ja gut, wenn Spiele Features haben. Wenn das natürlich optional bleibt, ist es okay. Wenn die jetzt gesagt hätten, hey, du musst diesen Garten aufbauen oder du musst jetzt das da alles fertig machen, um dann das Ende der Story zu sehen, das wäre unentschuldbar gewesen. Unverzeihlich. Also, nee, danke. Gut. Na, dennoch würde ich halt sagen, wo ich jetzt hier gerade die Truhe aufmache, dass dennoch ein sehr, sehr geiles Spiel ist. Für 70 Euro, also ich meine, die wollten das ja am Anfang für 70 haben. Jäger, cool, das sieht echt geil aus. 70 Euro ist einfach zu teuer, sorry. Ne, also. Und das entwickelt sich so langsam sowieso, der Trend. Ne, ja, 70, komm, ne, für so neue Spiele, gerade vielleicht auch so mit Lizenz, wo wieder dann halt irgendein schlauer Mensch im Hintergrund eine Prognose macht und dann sagt dann so, ja, komm, ne, die kaufen das eh alle, ne, da kannst du auch noch mal eine 70 vorschreiben, na ja, die, ne, Star Wars wird sich eh verkaufen, bla bla bla, und dann so, ja, ich bin ehrlich, für 70 Euro hätte ich es mir nicht gekauft. Also, ne, gäbe es jetzt diesen, Pro Pass eben nicht. Kann natürlich auch sein, dass das halt Taktik ist, ne, dass die sagen, ey, guck mal, ne, kannst ja auch hier mit dem EA Pass dann kaufen, ja, geht halt auch. Ne? Also irgendwann muss man das dann natürlich wieder deabonnieren, dass du da nicht in so eine Abo-Falle reinrennst und zu viel am Ende bezahlst. Ja, ne, aber wenn du das Spiel jetzt relativ schnell durchhaust, ne, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du schaffst es, dieses Spiel tatsächlich in einem Monat durchzuhauen, du hast irgendwie Urlaub oder sonst irgendwie keine anderen Sorgen im Leben, ne, dann haust du das einfach in 4 Wochen durch, oder dann selbst, ne, selbst wenn du es dann in 2 Monaten durchhaust, dann hast du am Ende des lieben langen Tages trotzdem nur 30 Euro dafür rausgehauen, hast 40 Euro gespart, und dann nimmst du es irgendwann nochmal, ne, auf dem sich schwer in der Linie durch mehrere Ziele zu werfen. Ja, gib mir das mal mit. Sah eigentlich ganz witzig aus. Ach, das! Ja, okay. Boom. Nice. Ja, nicht so nice für die Leute, die das dann trifft, aber nice für den, der es wirft. Genau. Na, 70 Euro keine Chance, aber dann 30 insgesamt. Ja, kann man tatsächlich machen.
Jo, damit bin ich eigentlich auch jetzt schon am Ende. Ich kümmere mich dann noch ein bisschen um die Söldnerinskis. Und ich glaube, dass ich dann endlich mal damit wieder anfangen sollte, andere Formate aufzunehmen. Keine Sorge, habe ich im Hintergrund so ein bisschen schon gemacht. Ja, und einfach mit dieser begrenzten Zeit, die man halt hat, neben allem anderen im Leben, bin ich dann tatsächlich doch relativ froh, dass ich schon derart viele Videos hochladen konnte. Es macht mir nach wie vor einfach unfassbar viel Spaß und jetzt sehe ich, dass es hier einfach auch schon wieder nicht laden tut. Ja, ne, so der leichte Wink mit dem Zaunfall, das Video dann auch zu beenden. Ich, ja. Ne, da passiert nichts mehr. Ja, cool. Danke, danke Spiel. Ne, jetzt habe ich gerade, jetzt wollte ich eigentlich gerade sagen, ja, ne, im Fazit tatsächlich alles richtig gut, aber jetzt hier lädt es nicht mehr. Ja, trotzdem. So, in dem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Wie immer, danke, dass du es, dass ihr das ausgehalten habt bis Folge 60. Hat ein bisschen länger gedauert. Survivor, ach nicht Survivor, hier Fallen Order hat ja dann vielleicht nur so 30 Folgen gebraucht. Survivor dann das Doppelte, sorry dafür. Und andere Formate, andere Spiele werden dann natürlich auch folgen. Jo, ohne großartig drumherum zu schnackieren. Vielen, vielen Dank nochmal und wieder schauen, reingehauen, ciao, ciao. Und bis denn. Tschüss.